Liebe Gemeinde, herzlich willkommen an diesem letzten Sonntag nach dem Epiphaniasfest, nach dem Erscheinungsfest, wie wir es auch nennen. Den heutigen Sonntag begehen wir im Rahmen des ökumenischen Bibelsonntags. Von daher weicht der heutige Predigttext und auch die Lesung von dem sonst üblichen Text ab. Ein herzliches Dankeschön für das, was Sie im letzten Gottesdienst hier in der Christuskirche eingelegt haben. Es waren dann in Summe 56 Euro. Heute ist die Kollekte während des Gottesdienstes eine Landeskollekte, bestimmt für die Bibelverbreitung in der Welt. Und dann dürfen Sie am Ausgang gerne noch etwas einlegen, um unsere eigene Kirchengemeinde mit all ihren Belangen zu unterstützen. Am kommenden Sonntag ist hier in Mörtelstein dann kein Gottesdienst. Herzliche Einladung nach Asbach um 9.30 Uhr bzw. um 10.45 Uhr nach Obrigheim in die Friedenskirche. Beide Gottesdienste wird Frau Dr. Schlegel halten. Der nächste Gottesdienst, der dann hier in Mörtelstein stattfinden wird, ist am 12. Februar um 9.30 Uhr. Diesen wird aufgrund der Predigtreihe in der Region Pfarrer Irich aus Hasmersheim übernehmen. Da geht es dann um Kunst und Bibel. Und nun lasst uns einstimmen in das erste Lied. Gott ist gegenwärtig, 165, die Strophen 1, 2 und 8. Wir feiern miteinander Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Im Wechsel lasst uns beten mit den Worten aus Psalm 69 im blauen Liederbuch, die Nummer 930. Bitte beten Sie wieder, wie üblich, das Eingerückte mit mir. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die mich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade. Nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand und auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott, deine Hilfe schütze mich. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen neuen Tag und dafür, dass wir heute miteinander Gottesdienst feiern können. Auch in den Stürmen unserer Zeit bist du uns nah. Du hältst uns, wenn wir den Boden unter den Füßen zu verlieren drohen. Du trägst und führst uns, wenn wir nicht weiter wissen. Wir vertrauen dir und bitten dich, schenke uns Mut, dass wir mit dir neu aufbrechen und Zeugnis geben von deiner Liebe und Treue. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir stimmen ein in das Lob Gottes mit dem Lied 317, Lobe den Herrn, den mächtigen König.
Sonntag steht im Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 16 bis 21, die ich uns nach der Basisbibel lese. Als es Abend wurde, gingen seine Jünger zum See hinunter. Sie stiegen in ein Boot und wollten über den See nach Kapernaum fahren. Es war schon dunkel und Jesus war noch nicht zu ihnen zurückgekehrt. Ein starker Wind wehte und wühlte den See auf. Sie hatten schon eine ganze Strecke zurückgelegt, etwa 4,5 oder 5,5 Kilometer. Plötzlich erblickten sie Jesus. Er ging über das Wasser und näherte sich dem Boot. Da gerieten sie in Furcht. Er sagte: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn zu sich ins Boot nehmen, aber das Boot war schon am Ufer, das sie erreichen wollten. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Halleluja. Zum Lied vor der Predigt bitte ich Sie, Platz zu nehmen. Wir singen aus dem blauen Liederbuch die Nummer 175, 1 bis 4, Lege deine Sorgen nieder. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von ihm, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns den heutigen Predigttext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 27, die Verse 13 bis 44 im Wortlaut der Basisbibel. Als ein leichter Südwind aufkam, hielten die Seeleute ihr Vorhaben schon fast für geglückt. Sie lichteten den Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Aber schon bald brach von der Insel herein schwerer Sturm los, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde von ihm mitgerissen. Weil wir nicht gegen den Wind ankamen, gaben wir auf und ließen uns treiben. Eine Zeit lang befanden wir uns im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda. Hier gelang es uns mit Mühe und Not, das Beiboot einzuholen. Die Seeleute zogen es an Bord. Anschließend spannten sie Taue um den Rumpf, um das Schiff zu sichern. Weil sie fürchteten, in die große Syrte zu geraten, warfen sie den Treibanker aus, so ließen sie das Schiff treiben. Der Sturm setzte uns hart zu. Deshalb warfen die Seeleute am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Am dritten Tag beförderten sie eigenhändig Teile der Schiffsausrüstung ins Meer. Tagelang zeigten sich weder Sonne noch Sterne. Der Sturm tobte unvermindert weiter. Am Ende verloren wir jede Hoffnung auf Rettung. Niemand wollte mehr etwas essen. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte: Ihr hättet besser auf mich gehört, Männer, und wärt nicht von Kreta losgefahren. Dann wären uns solche Gefahren und alle Verluste erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch, lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff wird verloren gehen. Denn letzte Nacht stand plötzlich ein Engel vor mir, ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Hab keine Angst, Paulus. Du musst noch vor den Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir auf dem Schiff sind. Fasst also Mut, Männer. Ich glaube Gott, dass alles genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Wir müssen allerdings vor einer Insel stranden. Der Schiffbruch. Wir trieben nun schon die 14. Nacht auf dem Adriatischen Meer umher. Gegen Mitternacht vermuteten die Seeleute Land in der Nähe. Sie warfen das Lot aus und maßen eine Tiefe von 36 Meter. Kurz darauf warfen sie erneut das Lot aus und maßen 27 Meter. Sie fürchteten, sie könnten auf ein Riff auflaufen. Deshalb warfen sie vom Heck 4 Anker aus und wünschten sehnlichst den Tag herbei. Die Seeleute versuchten sogar, vom Schiff zu fliehen, unter dem Vorwand, auch vom Bug aus Anker werfen zu wollen, ließen sie das Beiboot zu Wasser. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten: Wenn die Seeleute nicht an Bord bleiben, habt ihr keine Aussicht auf Rettung. Da kappten die Soldaten die Taue und ließen das Beiboot davontreiben. Bis in die Morgendämmerung hinein redete Paulus allein allen zu, etwas zu essen. Er sagte: Ihr harrt nun schon 14 Tage aus. Die ganze Zeit über habt ihr keine Nahrung zu euch genommen. Deshalb bitte ich euch, esst etwas. Das braucht ihr, wenn ihr gerettet werden wollt.
Keinem von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt. Nachdem er das gesagt hatte, nahm er ein Brot vor aller Augen, dankte er Gott, brach das Brot in Stücke und fing an zu essen. Da fassten alle wieder Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Wir waren insgesamt 276 Leute auf dem Schiff. Alle aßen sich satt. Dann machten sie das Schiff noch einmal leichter, indem sie die Getreidevorräte ins Meer schütteten. Endlich wurde es Tag. Die Seeleute sahen eine Küste, die ihnen unbekannt war. Sie entdeckten aber eine Bucht mit einem flachen Strand. Dort wollten sie versuchen, das Schiff auf Grund zu setzen. Sie kappten die Ankertaue und ließen die Anker im Meer zurück. Zugleich lösten sie die Haltetaue, das Steuerruder, dann setzten sie das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf den Strand zu. Doch sie gerieten auf eine Sandbank, wo das Schiff auf Grund lief. Der Bug bohrte sich so tief in den Sand, dass sie festsaßen. Unter der Gewalt der Wellen brach das Heck auseinander. Da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen konnte. Aber der Hauptmann wollte Paulus retten und verhinderte sie an ihrem Vorhaben. Er ließ zuerst alle, die schwimmen konnten, von Bord springen, um so das Ufer zu erreichen. Die übrigen folgten teils auf Planken, teils auf anderen Schiffstrümmern. So gelang es allen, sich an Land zu retten. Vater im Himmel, wir bitten dich um deinen Geist, damit wir dein Wort recht verstehen und in guter Weise in unsere Welt tragen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Schlussteil der Apostelgeschichte schildert uns, dass Paulus gefangen genommen wird und dass es zu einem Prozess kommt. Und dabei beruft sich Paulus als der Apostel auf sein römisches Bürgerrecht und damit auch auf den Kaiser in Rom. Und so wird er daraufhin auch nach Rom überstellt. Die letzten beiden Kapitel der Apostelgeschichte schildern diesen beschwerlichen Weg, der auch von jede Menge Rückschlägen geprägt war. Diese Reise, sie ereignete sich so um das Jahr 57, 58 unserer Zeitrechnung. Und wie heute bei Flugreisen, so segelte man damals in der Antike immer entlang der Küsten, also immer mit dem Blick auf das rettende Ufer. Und diese Bootsfahrt, sie deckte die komplette Bandbreite ab, die man damals und auch heute im Mittelmeer erleben konnte. Vom leichten Südwind bis hin zum schweren Sturm. Alles ist dabei. Und diese Fahrt, sie gleicht auf mehreren Ebenen auch so einem und unserem Leben als Menschen. Zum einen durch die Vielzahl an Herausforderungen durch Wind und Wetter, durch Untiefen und Gefahren, durch die Erfahrung von Hunger, Not und Entbehrung und auf der anderen Seite durch ein gewisses Völlegefühl und durch das Erreichen des rettenden Ufers. Das Transportschiff, es ist alles andere als so ein kleines Ruderboot. Es ist eines jener großen Getreideschiffe, auf dem neben der Ware auch insgesamt 276 Menschen Platz finden. Also schon etwas Größeres. Darunter auch Paulus als Gefangener, der dort auf dem Schiff gewisse Freiheiten erfahren durfte. Er hatte auch Reisebegleiter dabei, die ihn bei verschiedenen Dingen unterstützten. Aber auch andere Reisende, dazu die Matrosen
und die Soldaten, die mit an Bord waren. Wir merken, es sind ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Zielen und auch Vorstellungen vom Leben, die da auf diesem Boot zusammengepfercht waren. 14 Tage und 14 Nächte auf unruhiger See. Die Menschen an Bord haben auf Essen verzichtet. Niemand wollte etwas essen, so heißt es. Ich gehe nicht davon aus, dass sie keinen Hunger hatten, sondern dass sie, und das halte ich für naheliegend, bei diesem Seegang ohnehin nichts im Magen hätten behalten können. Das Schiff, es wird regelrecht zum Spielball der Wellen. Die Seeleute merken, dass sie so gar nichts mehr in ihren Händen halten können. Und das war mit Sicherheit auch für diese Männer eine sehr harte Erfahrung, nichts mehr kontrollieren zu können. Und das sind Menschen an Bord, die auf der einen Seite das Sagen haben und andere die Anweisungen umsetzen, also wie im wirklichen Leben auch. Und es sind nicht alle gleich, aber alle sitzen sie im gleichen Boot. Und dann gibt es da noch diesen einen, der ohnehin alles besser weiß. So ein Kriegsexperte, Bundestrainer und Pandemieversteher in einer Person, der ihnen, den erfahrenen Seeleuten, zuruft: Ihr hättet besser auf mich gehört, Männer, und wärt nicht von Kreta losgefahren. Dann wären uns solche Gefahren und alle Verluste erspart geblieben. Oder kurz gesagt, ich habe es euch doch gesagt. Ob man solch eine Stimme in diesen Momenten hören wollte, das wage ich sehr zu bezweifeln. Es ist nicht der Zeitpunkt, um mit solchen Aussagen sich beliebt zu machen. Doch warum macht Paulus das? Nicht aufgrund seines Egos, obwohl wir alle wissen, dass er alles andere als ein Duckmäuser war. Nein, Paulus, er hat regelrecht mit Gott gerungen und er bezieht sich auf eine göttliche Zusage: Ich bringe dich nach Rom. Und weil er mit dieser Gewissheit auftritt und ihm darüber hinaus in der vorherigen Nacht ein Bote Gottes, ein Engel, begegnet ist, macht er den Mund auf in einem Moment, in dem viele andere geschwiegen hätten. Er redet nicht seine Worte, sondern ein Wort göttlicher Ermutigung. Habt keine Angst. Und zu Paulus: Habt keine Angst, Paulus. Du musst noch vor den Kaiser treten. Deinetwegen schenkt Gott auch all denen das Leben, die mit dir auf dem Schiff sind. Fasst also Mut, Männer. Ich glaube Gott, dass alles so kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Ja, was haben diese Mitreisenden, was haben die Matrosen und die Soldaten auch zu verlieren? Nichts. Ihm vertrauen oder untergehen. Wie vormals Petrus, den Jesus auffordert, das Boot auf dem See Genezareth zu verlassen, um ihm entgegenzugehen, der dabei dann aber auch die Erfahrung machte, dass das Unmögliche möglich wurde, zumindest so lange, wie er auf Jesus schaute und sich nicht von den Wellen ängstigen ließ. Liebe Gemeinde, trauen wir, trauen Sie und ich das unserem Gott zu, dass er auch heute noch zu uns spricht, dass er uns ermutigt in den aktuellen Stürmen in dieser Welt, in unserer Gesellschaft und auch hinsichtlich unseres vertrauten Bildes der Kirche, dass er uns aus dem Sturm ans Land führen will, dass er neue Wege gerade auch für uns bereithält. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass unser bisheriges Schiff auf Grund laufen muss. Was machen die Männer und Frauen im Boot?
Sie lassen sich darauf ein. Sie lassen das Alte hinter sich, angefangen von ihrem Wissen als erfahrene Seeleute bis hin zur Fracht, mit der sie ihr Leben finanzierten. Sie warfen das Getreide über Bord, um mit dem Leben davonzukommen. Und sie stärken sich mal wieder. Er nahm ein Brot vor alle Augen, dankte er Gott, brach das Brot in Stücke und fing an zu essen. Ja, liebe Gemeinde, es bedarf keiner großen Fantasie, um hier Ähnlichkeiten zur Feier des Abendmahls zu erkennen. Liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen diese Stärkung durch Brot und Wein, durch Essen und Trinken, durch Gottes Wort, das zu uns kommt und das uns neuen Mut verleiht. Wenn wir als Gemeinde Jesu Christi es nicht tun, dann fehlt uns auch die Kraft, um unsere Aufgabe hier und heute zu meistern. Um leichter zu werden, werfen sie Ladung über Bord. Und vielleicht müssen auch wir in den aktuellen Stürmen unserer Zeit da und dort Ballast über Bord werfen, uns von Verhaltensweisen und von Dingen verabschieden, die uns und unser Leben gefährden. Schlechte Angewohnheiten, Vorstellungen, die so nicht mehr passen und das Verhalten, das Gottes Vorstellungen widerspricht. Wo brauchen wir eine Lebensveränderung, um überleben zu können? Wo müssen wir als Kirche, wo müssen wir auch als Einzelne ganz bewusst Buße tun, beziehungsweise um Verzeihung bitten? Liebe Gemeinde, am Ende erlaube ich mir noch eine persönliche Frage. Braucht es diesen Sturm, um Gott zu vertrauen? Oder ist Gott nicht auch sonst da und wartet nur darauf, dass wir mit ihm leben, dass wir ihm vertrauen? Die Seereise des Paulus, sie hat ein Happy End. Ende gut, alles gut. Statt rette sich, wer kann, heißt es dann hier, alle kommen im Vertrauen auf Gott durch dieses Unwetter. Zu Anfang der Fahrt glich das Motto der Reise jenem Spruch: Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Und am Ende werden alle durch jenes göttliche Wort gerettet. Und vielleicht werden wir dann ähnlich wie Kierkegaard in seinem Tagebuch für uns auch einmal selbst feststellen, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Darum, liebe Gemeinde, lasst uns Gott fragen, gerade auch im Blick auf unser eigenes Leben, heute und morgen und alle Tage, die uns geschenkt werden. Amen. Lasst uns nun miteinander einstimmen in das Lied Du bist mein Zufluchtsort im blauen Liederbuch, die Nummer 123. Thank you.
Lasst uns nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns unseren Dank und auch unsere Fürbitten vor Gott bringen. Vater im Himmel, du bist gegenwärtig. Wir danken dir, dass du uns in den Stürmen unseres Lebens nicht allein lässt, dass du uns begegnest, dass du zu uns sprichst. Herr, lass uns deine Stimme hören. Wir danken dir, dass du selbst uns einlädst. Gib uns Mut, unseren Glauben in unserem Alltag in Wort und Tat zu bezeugen. Gib uns überall da, wo wir leben und arbeiten, die richtigen Worte und Gedanken, aber auch das nötige Schweigen. Segne unser Tun und Handeln. Stärke uns, deine Gemeinde und Kirche, dass wir ein glaubhaftes Zeichen des Friedens, des lebendigen Glaubens und der versöhnenden Liebe werden und auch bleiben. Dir bringen wir unsere offenen Fragen, unsere ungelösten Probleme, unsere großen Aufgaben, unsere verwirrten Beziehungen. Dir legen wir unsere Lieben an dein Herz, unsere Angehörigen und Freunde. Bewahre und behüte sie. Wir bringen dir auch diejenigen, mit denen wir es manchmal schwer haben. Wir bringen dir unser Leid und unsere Trauer. Die Angst der Überforderten, die Tränen der Enttäuschten, die Schmerzen der Kranken, das Stöhnen der Unterdrückten, den Hunger der Armen, das Schweigen der Verzweifelten. Zeige uns Wege, das Leid zu mindern. Wir beten weiter in der Stille. Herr, wir danken dir, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Und so lasst uns miteinander beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne
in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und singen miteinander Lied 139 aus dem neuen Liederbuch Geh unter der Gnade. Ja, liebe Gemeinde, am Ende dieses Gottesdienstes steht auch heute wieder der Dank unserer Kirchenband, Kirchendienst und auch der Technik, damit heute dieser Gottesdienst möglich ist und natürlich auch all denen, die heute hier sind. Ohne Gemeinde können wir keine Gottesdienste feiern. Der Wochenspruch für die neue Woche steht in Jesaja 60, Vers 2b. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Bleiben Sie behütet, Ihnen allen eine gesegnete Woche. Geht hin im Frieden mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.